Jesu letzter Weg nach Jerusalem. Viertens, wie vermeiden wir den Untergang? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte Jesus dem Lukas-Evangelium. Als Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Wieder begegnen wir Jesus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Es war sein inniger Wunsch, Jerusalem, Gottes Segen, Barmherzigkeit und Wohlergehen zu schenken. Doch diese lehnten Jesus und sein heilbringendes Wort ab. Sie hörten nicht auf den Rat des Psalmisten, der sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Wie wichtig ist es doch, auf die Stimme Jesu zu hören und ihn als Herrn und Gott in unser Leben, in unsere Häuser aufzunehmen. Da denke ich an das Versprechen Jesu an die heilige Schwester Faustine, dass er besonders diese Orte vor dem Untergang bewahren möchte, wo sein Bild der Barmherzigkeit verehrt wird. Unter Verehrung meint Jesus allerdings nicht nur das Aufhängen des Bildes, sondern die Akte des Vertrauens und des Glaubens, die wir seiner Barmherzigkeit entgegenbringen, verbunden mit den Werken der Barmherzigkeit, die wir anderen Menschen gegenüber üben. Vielleicht könnten wir diese Bilder vom barmherzigen Heiland auch an andere Menschen weiterschenken. Ich war sehr überrascht, als ich kleine Bilder, zum Beispiel auf Tankstellen, beim Tanken Angestellten schenkte. Ihre Reaktion war sehr positiv. Ein junger Mann nahm es sogar und zeigte es voll Freude den anderen, was er Schönes geschenkt bekommen hat. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, wir nehmen dich als unseren Heiland und Erlöser an. Und wir wollen auf dein lebendiges Wort hören und es im Herzen bewahren. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gott es will, so geschehe es und dir geschehe, wie du bittest und ersehnst, zum Ehre und zum Ruhm des hochheiligen Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut und bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.